Hallo, ich bin mal wieder aktiv. Heute befinde ich mich in Essen-Steele auf dem Dreiingplatz. Hier findet man wieder eine Veranstaltung gegen die Corona-Maßnahmen statt. Eine Gegenkundgebung findet am Steeler Bahnhof statt, da sammelt sich der Rest. Ja, mal gucken, was passiert. Ne? Ich denke mal, wird das nicht allzu langes Video. Laufen gibt es schon mal nicht, wurde schon angesagt. Auch unsere Vorschriften, keine Masken und 1,50 Meter Abstand. Das ist der aktuelle Stand. Momentan die Sammelphase, mal gucken, was passiert. Und ich bin natürlich wieder mittendrin. Aber ich habe ja so ein lustiges Schildchen entdeckt von den Steeler Jungs. Nicht geil. Ja, wir werden mehr, wir sammeln uns. Geht langsam los, ne? So, ein weiterer Zwischenstand, ein paar Minuten später, die Jungs kommen, werden immer mehr. Wie gesagt, wir sind auf diesem Dreieckplatz. Da hat sich auch ein Gegenprotest kurz vor dem Bahnhof Steele gesammelt. Reichlich Polizei ist auch vor Ort, wie immer. Ich denke mal, heute wird es sicherlich kein langes Video. Das sind dokumentiere ich, aber wie gesagt, Hauptsache ich zeige, es passiert was, ne? Jetzt wird das Bild wieder statisch, es passiert jetzt nichts, also mache ich wieder eine Pause. Aber wie gesagt, es macht ja nichts. Schneide das Video eh zusammen, wird eh am Ende eh nur ein Video.
So, Zwischenstand, Punkt 18 Uhr. Wir sind jetzt einige mehr geworden. Da drüben hat sich die Presse versammelt. Gucken, ob ich ranzoomen kann. Ja, kann ich. Keine Ahnung, wer die sind. Gerade. Ich schätze mal, wie immer WDR. Ist ja immer hier an der Stele. Die nächsten. Ist da bei dir was gekommen, weil du da fotografiert, gefilmt hattest? Nö. Da hat die Polizei dich doch mal angemacht, da hat sich doch die DB. Ja, aber da kam nichts mehr. Nix. Ich tue deinen Blumen nix. Sehr gut. Ich bin nur noch am Film. Ich tue deinen hübschen Blumen nix. Ist doch schön, dass du da den Platz schön machst. Das wird ja was. Soweit ich weiß, ist jetzt das zweite Veranstaltung hier in Essen, Stele. Wenn meine Informationen soweit richtig sind. Das Fernsehteam geht auch näher. Was da drin ist, weiß ich nicht. Ich denke mal,
Neugierige, oder? Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Ja, wird sie noch rausstellen. Das war sicher statisch hier, ne? Passiert nichts. Da war die Adlerin geil gemacht, ne? Hey, warte, los! Warte! Na wie denn? Hab ich hier alles? Wir haben sich ein paar Schaulustige versammelt, auch da oben. Aber ich weiß nicht, ob es schaulustig oder auch gegen Protest ist. Fotografiert und gefilmt wurden wir auf jeden Fall schon. Ah, noch eine Zugangskontrolle. Wisst ihr, was der Fangemeinde draußen sagen? Oh, ich habe im Moment nicht viel zu sagen. Gut. Hauptsache anwesend, ne? Hauptsache anwesend. Na? Ah, da kommt noch ein paar. Das ist nur das Fernsehteam. Oder Kamerateam? Ja, das ist oh, hier kommt echt die Polizei. Ja, ich hab's gefilmt. Oh. Ja. Film mich mal. Jo, mach das.
das wird eher Team, schätze ich mal. Ja. Die dumme Dame wurde ich gerade per Polizei beschwert, da ich sie gerade gefilmt habe. Aber das macht nichts. Wem interessiert's? Die junge Frau hat sich gerade bei mir beschwert, weil ich sie gefilmt habe. Weiß ich nicht. Ja? Ne, ich glaube nicht. Meinst du uns? Ja, laut uns. Aber wir sollen ein bisschen rumlaufen als Ordner. Naja. Na, wo denn die? Keine Ahnung. Es wird wieder statisch hier alles. Es passiert nichts mehr. Jetzt haben die, hat der WDR seinen Platz gewechselt.
werden ja scheinbar mittlerweile irgendwie nur so ein paar Minuten Clips. Aber es macht ja alles nichts. Wird halt langweilig, wenn die Bilder statisch werden. Ich habe gerade einen Platz, wo ich den besten Überblick habe, leicht erhöht. Die Zugänge sind abgesichert, wie man sieht, da hinten. Hier. Da um die Ecke ist auch der Zugang abgesichert und hier. Sowie da hinten natürlich. Also keiner kommt hier unbemerkt auf den Platz rein oder raus. So, die Versammlung löst sich langsam auf. Ist sie auf? Also jetzt passiert ja wohl nichts mehr. Ich denke mal, das ist wieder meine Schluss. Szene, die ich zusammenschneide. Naja. Waren die Jungs aufgehalten? Keine Ahnung. Auf keinen Fall näher ran. Ja, das war's wohl. Wo es übel um sind auch zwei, drei Wand Polizei noch. Ich schätze mal rund 12 Polizeiwagen, 13 sind auf jeden Fall hier vor Ort. Davon sind mehrere größere. Naja, egal. Hey, sag mal, da bleiben wir drin hängen.